Hallo YouTube, hier sind wir wieder in prasselndem Regen bei Let's Play Minecraft. Und der Markus hier am Leuchten ist auch mit am Start. Ich bin heilig. Ja, und wir sind immer noch hier mitten im Wald, nur leider ist es mittlerweile Nacht geworden. Und es regnet und ich sehe nichts. Ja, das könnte jetzt gefährlich werden. Und ihr wisst ja, sterben ist jetzt nicht, sonst können wir das vergessen quasi. Der einsame Cowboy, weit weg von zu Hause, im Regen. Nass. Okay, da bist du. Wir sollten zusammenbleiben jetzt und nicht zu weit. Ja, wo bist denn du? Ach da, okay, Moment, ich hab dich. Sein Schwert in der Hand, bereit, jeder Sekunde der Gefahr ins Auge zu blicken. Einfach rennen, rennen, scheiß auf die Zombies, rennen! Sagt der Typ, der vorne ist und die Zombies mich alle angreifen. Der kleine Assassin's Creed Parcours hier. Jetzt bin ich vor dir, wo bist du? Ach da. Lauf, Lars. Lauf. Meine Unterbuchse wird nass. Geil. Ah, endlich aus dem Wald raus. Ja, monotone Steine sind sehr abwechslungsreich. Sind besser. Und wieder in den Wald rein, ja? Da sind ganz viele Skelette. Sollen wir da wirklich hin? Umrunden, rechts, hier. Ich sehe nix. Aua, das Skelett hat mich getroffen. Ist aber auch richtig laut mit dem Regen, ne? Ja, ich überlege gerade, ob ich die Lautstärke ein bisschen runterdrehe. Ach, das mache ich einfach im Nachhinein. Passt Alter, schon. Ich sehe nichts. Nein, es ist hier dunkel oder tief oder was auch immer. Wo bist du? Da. Wir gehen jetzt einfach über die Bäume. Ja. Da können uns die Monster wenigstens nichts anhaben. Bist du noch an mir dran? Ja, oder weniger. Nein, ich bin runtergefallen. Nein! So. Okay, weiter geht's. Wir suchen immer noch einen Sattel. Auf der Suche nach dem goldenen Sattel. Um ein Pferd zu reiten. Und hopp. Aua. Nein, aua. Verdammt. Hast du genug gegessen? Nein, Moment. Wir haben uns ein bisschen aus den Augen verloren. Bist du nach vorne gelaufen schon? Ich dachte, du wärst runtergefallen, deswegen habe ich langsam gemacht. Ja, ich bin hier. Ich weiß nicht. Irgendwo. Hilfe! Vor mir ist ein ganz großer Block. Sieht schon fast unnatürlich aus. Hast du das hier? Ja. Wer sonst? Weiß nicht. Ein Monster? Elvis? Bist du beim Wasser? Ja. Ja, da. Ah, da ist ein Skelett. Kann es nicht wenigstens schon hell werden? Wird es doch bestimmt gleich irgendwann. Oh, welch Wunder. Bäume. Und ein großer See. Ah. Eine Dusche wird uns nicht... Wäre nicht verkehrt, würde ich mal sagen. Ja. Du müffelst schon etwas. Bin schon im Wasser. Sag mal, waren wir hier nicht am Anfang schon? Das kommt mir irgendwie so bekannt vor. Sieht, glaube ich, einfach alles nur gleich aus. Oh boy. Gott sei Dank Aufgang. Ich würde sagen, darüber. Wo? Da in die Richtung. Es dauert ja ewig, bis wir da drüben sind. Kannst du lange einen Witz erzählen? Mir wurde gestern, glaube ich, von dir einer erzählt. Der war richtig schlecht, aber irgendwie auch gut. Hau mal raus. Nein. Den hat jemand im Chat, Multiplayer Chat geschrieben. Den darfst du gerne raushauen. Warte, wie gehen wir mal? Ist dein Witz. Oh, hier ist ganz viel Eisen. Toll. Ach genau. Egal, wie gut du kegelst,
Usain Bolt. beim ersten Mal war er lustig. Der war nie lustig, der ist halt nur so schlecht, dass er wieder lustig ist. Ist ein Flachwitz, aber beim ersten Mal war es ein guter Flachwitz. Wir hätten in die andere Richtung laufen sollen am Anfang. Ja. Mein Steak ist auch bald leer. Hast du eigentlich die Werkbank wieder abgebaut? Nö, ich baue mir auch eine neue. Notfalls haben wir ja genug Holz hier. Eine Kuh. Kuhschubser! Nice. Was ist hinter mir? Ich musste ja erstmal durch den ollen Baum kommen. Ich habe so eine Art kleine Treppe gebaut, damit du hochkommst. Naja, davon sehe ich nichts, aber... Ja, du musst mehr nach rechts. Hier, genau. Hättest du da nicht Stufen hinbauen können? Yes, Häuser, Lars, Häuser! Echt? Ja! Krass, ja! Aber ein ganz kleines Dorf, aber egal. Hauptsache, da ist ein Sattel drin. Machen wir es menschlich, überfallen wir die und schlachten sie alle aus. Geht das? Weiß nicht. Eigentlich möchte ich ein netter Mensch sein, aber... Das Leben mit dir hat mir ein anderes beigebracht. Nur die Harten kommen in den Garten. Hallo, ich bin hier, um ihr Haus auszuschlachten. 10 Leder für 1 Smaragd, Lars. Ja, aber was will ich denn mit rohen... Der hier hat rohes Hühnchen und rohes Schweinefleisch. Ja, aber nee, Leder brauchst du doch. Hier, der Typ gerade abhaut. Leder oder eine Lederhose? Oh ja, bestimmt. Für 3 Smaragde. Nee, Moment. Kauft der... Der kauft, glaube ich, 10 Leder an und gibt dir 1 Smaragd. Ja? Oh, schade. Sind hier keine Kisten mit Satteln oder sowas? Ist jetzt nicht so das Riesendorf, wa? Ich bin enttäuscht. Warum habt ihr keine Kisten, ihr Penner? Warum habt ihr gar nichts hier, ihr Spasten? Verkauft uns wenigstens was Schönes. Was ist das denn hier, ein Brunnen? Und wo ist hier der Eingang von dem einen Haus, von dem großen? Tatsache. Hä? Notfalls durch die Wand graben. Ich bin dabei. Ist ein Typ im Kittel. Tut mir leid, du hast keine Türen. 24 Papier, nein. Auch keine Kiste. Wie haben die denn so dünne Scheiben hingekriegt? Alter, du musst ja nicht die ganze Wand raushauen. Gab's denn nicht unten noch eine Etage oder sowas? Der hier will mir für 29 Smaragd und ein Buch ein verzaubertes Buch geben. Du hast sie wohl nicht mehr alle. Was haben die hier für Preisvorstellungen? Tja. Kann man die... Ich töte die denn jetzt hier. toll. Nichts passiert. Ich habe einen umgelegt. Na gut, passiert aber auch nichts. Schade. Egal, müssen wir weiter. Ich habe mich so gefreut. Sattel suchen. Boah, mit einem Pferd wären wir viel schneller unterwegs. Ich überlege gerade die ganze Zeit, ob ich mich traue, hier runter ins Wasser zu gehen. Und sagt es, während er schon drin sitzt. Ich bin aber auf halbem Wege wieder hochgekommen. Was machst du dann? Müssen die nicht umbringen, die alles kaputt machen? Ich will gucken, ob da unten vielleicht ist da im Brunnen irgendwas Wertvolles. Es ist ein bisschen dunkel. Hilfe? Komm wieder hoch! Komm wieder hoch! Hilfe! Hilfe! Ey, Lars! Das ist... Lars, ich sterbe. Ich sterbe, wenn du das jetzt nicht wegmachst. Boah. Puh, das ist ganz schön tief. Ja, okay. Nicht sehr spannend, dieses olle Dorf. Nee. Warte, habe ich Lava, dann können wir das Dorf abbrennen. Oh Gott. Haus oben aufs Dach. Ja, hatte ich vor. Schau es mir von hier an. Ja, sehr spannend. Geil. Kann es sein, dass das Regen es löscht? Ich glaube ja. Egal, laufen wir weiter. In die Richtung da? Warte, da muss ich meine Lava, will ich aber dann erst wieder mitnehmen.
Oller Regen, was soll das denn? Wieso ist das ein spanischer Regen? Wenn du das verstehst, keine Ahnung. Ich glaube, ich verstehe es, aber ich fand es nicht gut. Der war auch richtig schlecht. Oh, Stille. So, jetzt fängt es auf, hört es auf zu regen. Jetzt könnte ich das Dorf in Flammen setzen und jetzt sind wir schon wieder weg. Hat das Dorf Glück gehabt? Also ich wäre dafür, wir schwimmen darüber. Ist das unendlich oder ist da... Weiß nicht. Gut, laufen wir mal der Küste entlang hier, oder? Kann man irgendwie ein Boot bauen? Weiß ich gar nicht. Mal gucken eben. Das will ich jetzt wissen. Moment. Geht bestimmt. Boot. Was bei Minecraft nicht geht, geht im wirklichen Leben auch nicht. So. Boot, ja, geht. Moment. Dum, brum, brum. Boot. Boote können auf Land, Lava und Wasser platziert werden. Auf Land bewegen sie sich nur sehr langsam fort. Okay. Sieht sogar sehr einfach aus. Moment. Ich mach mal eben eins. Ah, nicht maximieren. Wahrscheinlich irgendwie mit Holz, ah? Ja. Eben kurz eine Werkbank machen. Ich könnte in der Zeit mal schon mal ein bisschen Holz abbauen. Wir brauchen ja mal wieder welches, glaube ich. Ja, das ist eine gute Idee. Ist zwar anderes Holz, aber ist ja egal. Die Frage ist nur, ob dahinter was ist, wenn wir gleich so lospaddeln, dann mitten im Wasser sind, im Nirgendwo, kommen wir auch gar nicht mehr zurück. Ja, no risk, no fun. Ja, nur bei uns seht ihr Let's Plays am Limit. Ein Boot. Ich habe eine Werkbank gefunden. Ach nee, das ist deine. Ne, meine steht hier bei mir. Ja, die meinte ich, die habe ich gesehen. Hast du so. Steine dabei? Nee, ne? Jetzt bräuchte ich nämlich gerade mal Steine. Super. Aber wow, ist das schnell. Ist das tatsächlich sogar schnell. Hey, wie geil ist das denn? Hey, ich will auch rein. Wie das abgeht, Alter. Mimi. Wie bremse ich? Aua. Keine Ahnung. Toll, ich bin Unfall gebohrt. Das Boot ist weg. Und ich baue dir eben eins. Kommst du? Ich wollte hier mal eben gerade ein bisschen Eisen abbauen, wenn ich schon mal hier welches sehe, und Steine holen, damit ich mir einen Holz Ofen machen nicht kann. Übel. Holz habe ich, aber ich will eben einen Ofen bauen, damit ich gleich mal das ganze Essen, was ich hier habe, braten kann. Okay. Und mein Inventar ist voll. Ich muss ein bisschen aufräumen hier. Hier ist ein gruseliges Geräusch, wo ich bin hier unten. Okay. Hier ist aber nichts. Ich glaube, dahinter könnte Wasser sein, aber... Bist du hier runtergelaufen? Ja. Aua, toll, geil, danke. Was denn? Ja, ich komme hier nicht weiter, weil du mich überflutet hast. Nicht mit Absicht. Ja. Ich wollte nur das Eisen mitnehmen. Eigentlich könnte ich Kohle auch mal eben noch mitnehmen, damit wir mal wieder ein bisschen haben. Und dann würde ich sagen, können wir auch wieder... Ich wollte jetzt hier nicht eine Höhlenexpedition machen, ich wollte nur mal eben wieder ein bisschen die Vorräte auffüllen. Ja, ja. Wo ist deine Werkbank? Im Inventar, Moment. Achso, du hast sie mal wieder... Und so. Ja, ja. Krass. Schwere Zeiten, Krise und so, ne? Ups. Was? Ich habe gar keine Steine? Was? Wieso habe ich denn keine Steine? Moment, ich gebe dir eben ein Boot. Nimm mal bitte auf. Hier hast du Holz. Da. Da! Danke. Birke. ich bräuchte mal irgendwie Platz gerade. Ganz schön hell, das wäre in meiner Wohnung geil. Auch immer noch Steine. Ich will einen Ofen bauen. Hä, wieso habe ich denn gerade keine Steine aufgenommen? Oh, Sandstein. Was will ich denn mit Sandstein? Warum fährt das Boot eigentlich automatisch? Kannst du das irgendwie steuern wenigstens? Ich probiere es gerade. Hilfe? Das? Ja? Das treibt mich ein bisschen sehr weit raus. Brauchst du vielleicht noch ein Ruder oder so? Okay, nein. Alter, das ist schnell. Das ist richtig schnell. Okay, man muss Gas und die Richtung drücken. Dann lenkt er dahin. Kann ich auch bremsen? Oder auch nicht?
Hilfe. Lars. Ich kann dir leider nicht helfen. Eine schöne Aussicht hier aber gerade, der Sonnenuntergang. Was machst du denn gerade? Essen braten. Okay, das ist auch nicht übel. Du hast Schweinefleisch gebratenes, oder? Nein, ich habe nur rohes. Ja, dann komm doch mal eben her und brate das. Das würde ich ja gerne. Aber? Die Frage ist nur, wie bremse ich jetzt ab? Bremsen. Okay. Aua. Nein, aufhören. Shift. Mein Boot. Mein Boot, bleib stehen. Mein Boot. So, ich hab's wieder. Ja gut, das sieht eher aus, als wäre es unendlich. Ich weiß nicht. Kann uns das vielleicht einer sagen, ob die Seen hier unendlich sind oder ob es da drüben Land gibt? Das Problem ist, bis uns das jemand sagen kann, sind wir schon weitergezogen. Ja sicher, aber für die Zukunft wissen wir es dann. Nimm mal das gebratene Hühnchen hier raus, ja, damit ich rohes Schweinefleisch machen kann. In dem anderen müsste Schwein liegen. Ajo. Zack. Hä? Wo ist denn das Hühnchen hin? Ah, da. Ich habe auch noch 30 Hammelfleisch. Okay, das ist ein bisschen was, würde ich mal sagen. Wieso kriege ich so wenig Nahrung? Das nervt mich. Wie so wenig Nahrung? Rohes Hammelfleisch vom Stück, ja. Ne, dass ich esse, aber so wenig davon habe. Das manchmal glaube ich, das ist so ein bisschen random. Manchmal bringt mir das 4, manchmal nur 2 oder so. Ich habe uns gerade ein bisschen eingemauert hier. Brauchst du Leder? Ja, theoretisch schon. Die Frage ist, ob ich das noch behalten kann, bis wir... Ja, ich schmeiß es weg. Nein, gib her. Liegt hier vorne. Ich habe überlegt auch schon die ganze Zeit, was ich wegschmeiße und was nicht. Du hast Kürbisse, ne? 1, 2 Stück, ja. Hier hast du auch nochmal welche, damit wir wieder ein bisschen Platz haben. Hast du Federn? Nein. Okay. Ich habe noch ein rohes Kaninchen und ein rohes Hühnchen. Das Hühnchen packe ich mal hier rein. Huch, ist er schon wieder raus? Dann packe ich das Hammelfleisch hier rein.